Es ist schon ein ungewohnter Anblick, die sonst so befahrene Leopoldstraße von Radlern, Inlineskatern oder Fußgängern belagert zu sehen. Zweimal im Jahr verwandeln sich die Leopold- und Ludwigstraße zur Flaniermeile Schwabings. Veranstaltet wird das Corso Leopold, eines der größten Straßenfeste Bayerns, von Green City. Judith Fahrentholz kennt die Entstehungsgeschichte. Green City hatte sich früher mal genannt München 2000 autofrei. Wie man sieht, haben wir es nicht ganz geschafft. Wir haben es weiter vor. Und damit man die Leute einfach davon begeistert, wie schön die Stadt wäre, wenn sie mehr für die Menschen gebaut und weniger für die Autos gebaut wäre, haben wir uns eben überlegt, ein Streetlife-Festival zu veranstalten. Ins Leben gerufen wurde das Streetlife-Festival im Jahr 2000. Seitdem begeistert es jährlich bis zu 600.000 Flaneure. Die 2,3 Kilometer lange Strecke zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit wird dabei in verschiedene Themengebiete eingegliedert. Wir haben insgesamt 5 Bereiche. Wir stehen jetzt hier gerade im Bereich Mensch und Umwelt. Das ist auch der größte auf dem Streetlife-Festival. Da geht es einfach darum zu zeigen, was gibt es sonst noch für gute Sachen in München, gute Organisationen, wo man sich vielleicht engagieren kann, wo man sich informieren kann, wo man einfach drüber schlendern kann und sich von dem Guten inspirieren lassen kann. Wie in jedem Jahr steht das Streetlife-Festival auch 2017 unter einem ganz bestimmten Motto. 2017 lautet das Motto Raumwunder. Und da geht es einfach darum zu zeigen, dass der urbane Raum auch ein Wunder sein kann, nämlich durch den vielen Platz, der sich hier eigentlich bietet. Damit das Siegestor zur Ruheoase für Sonnenanbeter werden kann, bedarf es einiges an Vorbereitung. Wir haben sozusagen unsere interne, eigene Haus-Event-Agentur. Das ist unsere Tochterfirma, die Green City Projekt. Und die haben eine ganze Eventabteilung, die nur solche Sachen plant. Das heißt, es sind mehrere Leute über das ganze Jahr damit betraut, das Streetlife-Festival zu organisieren. Und klar, was muss man tun? Man muss natürlich mit der Stadt, mit den städtischen Töchtern die ganze Abstimmung machen, damit das klappt mit der Straßensperrung. Die Busse müssen ja umgeleitet werden und so weiter. Dann die Abfallentsorgung, die Stromversorgung. Dann auf jeden Fall auch die Koordination mit den ganzen Ausstellern, die ja heute da sind. Für all diejenigen, die vergangenes Wochenende verhindert waren, gibt es gute Nachrichten. Denn bereits im September nimmt das Corso Leopold wieder die Straßen Schwabings ein. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.münchen.tv.